Tag, der Uwe und die Porn und die Familie aus Thailand. Was ist denn das hinter mir? Könnt ihr das erkennen? Was für ein Zufall. Die sind hier auf Besuch und jetzt waren sie unterwegs, hier runtergefahren nach Somdet, hier zum Wunderdoktor, weiß ja wohl alle wieder runter. Ne? Und dann haben sie hier unterwegs den Saleng hier gesehen. Nein, sie kaufen für Ja, aber der war ja unterwegs, habt ihr den ja da jetzt gesehen. So, darum geht's ja. Und haben sie dann gleich gestoppt hier und hier, was ist der Teil da? Ne, der stand hier zum Verkaufen da. Hat er gekauft für 2000 Baht. 2000 Baht. TÜV würde ich mal sagen, fällig, ne? Würde es in Deutschland heißen, TÜV fällig. Ne? Also, Papiere braucht es dafür kein, das ist ja alles solche selbstgebauten Umbauten da und gibt es keine Papiere für. Aber auf jeden Fall, seiner ist ja total kaputt, seiner ist ja total hinüber. Dann haben wir ja, als wir damals mal da waren hier, dann haben wir ja da durchgeritten auf seine Farm, wo wir waren. Und dann hieß es ja, der Hund war schuld. Es war ja nicht ich, um Gottes Willen, das war ja nicht nur nicht mein Gebiet, das war der Hund. Der Hund war schwer da so. Jetzt ist das Teil hier und wir gehen mal rum hier, was das für ein Teil ist. Ich will sagen, ja? Diese Marke für Frau oder für meine Mutter, sie sind in der Krankenhaus. Ich weiß ja nicht, also, aber die Frau, die weiß schon. Ja? Ja. Also das Teil soll also dann hier zum Fahren sein, um irgendwie nach Krankenhaus, um die Mutter zu transportieren. Oder was? Der hat doch ein Auto hier. Ja, ich kann nicht fahren. Wer? Ach so, neu. Ach so, dann, ach, das neu fährt hier. Ach so, dass seine Frau dann da fährt oder was? Ja, gut. Damit, genau. Also für die Frau von Ledern. Ja, schauen wir mal. Guck mal. Ja, aber nur, wenn er dann aufsteht, dann fängt es wieder an, da zu bellen. Also die zwei verstehen sich überhaupt nicht hier. Aber gut, ich sage ja schon, die Ella ist sowieso schwierig, auch da, wenn jetzt Besuch kommt hier, ne? Sie ist bei alle, ist sie da sehr Kopf kaputt. Also zurück zum Thema Saleng. Also das kommt hier am Moped dran. Das ist so ein Beiwagen, sagt man eigentlich dazu. Rad ist vorhanden, Stoßdämpfer ist auch dran. Das ist schön. Das Rad dreht sich. Hat er Spiel? Jawohl, hat er schön Spiel. Eieieiei. Profil mehr als genug vorhanden. Dot-Nummer, keine Ahnung. So. Aber das ist nicht das Problem, auch hier nicht das hier mit dem Klebeband, das ist auch nicht das Problem, aber ihr seht schon, was ist das Problem. Für 2000 Watt das Teil heißt Rost. Ich will das nochmal demonstrieren, also das Ganze natürlich jetzt hier umdrehen, zack, hoch und dann hast du hier noch so ein Dach drauf, ne, ist klar, also ist da mit was, Plastikplane drüber oder was, dann hast du hier Sonne- und Regenschutz hier. Also das ist jetzt hier von unten. Wie beim Auto auch, Rost, da ist er durch, so, da ist er durch, ne? Oder nicht richtig geschweißt, ne? Also, die ganze Bodengeschichte hier, die ganze Bodengeschichte, würde ich mal sagen, ist jetzt nicht mehr so prickelnd, das ganze Teil hier. Das ganze Teil ist jetzt nicht mehr 2000 Baht. Also, 2000 Baht. Ja gut, das ist ja das Blech ja schon hier. Das, ne, ist ja auch schon, kostet ja schon Geld. Tilak, well, das Eisen hier. Ja, wenn neu, wir haben 3500 nur diese. Ja. Diese. Nicht mit diesem Dach. Ich sage, das Dach kostet ja auch schon hier mit dem Metall dran. Ihr wisst, hier eine Vierkantrohr haben wir 300 Watt ungefähr, ne? Oder? Ein Vierkant, ne? Ja? Wie sind die? 400, oder? 400 jetzt schon, ja, leckt mich am Dingens, ey. 400, ein so ein Ding, jetzt kannst du berechnen, die sind dann 6 Meter lang, ne? Kostet auch natürlich Geld und Material. Also. Jetzt will Le hier was schweißen. Habe ich denn noch Material da? Ich glaube hier, also hier unten oder jetzt was. Er hat nicht. Ich habe auch nicht mehr viel. Ich habe letztens noch was jetzt gebraucht hier. Ich habe Flacheisen, habe ich da. Flacheisen.
Ja, da ist nicht mehr viel jetzt in meinem Lager hier, was ich hier habe hier. Ne? Da ist nicht mehr viel hier. Ach, er macht da raus drinnen. Ah, ja, ja, okay, okay, okay. Was machst du jetzt? Hier kommt Aula. Mach Farbe. Oder? Mach hübsche. Mach hübsche. Ja, dann musst du das aber komplett abschleifen, alles hier in mir, ne? Wenn du mach hübsche und Farbe, dann ist natürlich so. Ah, jetzt, ja. Malen nach Zahlen. Was ist die neue Geräte? 4.500 kosten die neu, ohne Dach. 4.500. Aber noch nicht fertig, ja? Diese für Leo. Ja. Für Poi noch nicht. Komm dann. Für Poi auch noch? Sehr schön. Ja. Ja. Wenn meine Mutter sitzt. Ja. Laube. Wir hatten ja auch letztens hier noch ein Video jetzt gemacht, hier von wegen mit Motorradroller gucken für Lene. Und das ist ja immer noch nicht fertig. Wir sind also noch nicht fertig mit Rollern, noch keinen gefunden. Jetzt hat er hier zufälligerweise den gefunden hier. So kommt eins ums andere. Also noch nicht fertig. Schön gemacht, mein Schatz. Meine gute Messer hier. Also das muss dann noch nicht ganz fertig, die ganze Situation hier. Aber es tut sich was. Jetzt sagt er, ich soll schmeißen. Gottes Willen. Gottes Willen. Kinder, ihr wisst doch wohl, du kannst Scheiße nicht polieren. Was sollte da flicken jetzt hier? So, wir machen anders jetzt. Nicht mit dem dicken Eisen, ist der Blödsinn. Flacheisen. Flacheisen nehmen, zack, zack, zügig. Flacheisen drüber. Und dann. Ja, ja, einmal frei. Flacheisen drüber hier, zack, zack. Ist das auch gut. So. Kannst Scheiße nicht polieren. Geht nicht. Und eben da mal drüber hier, weißt du, so mit einem Eimer Poliermittel oder was, das geht hier auch nicht. Ne? Einige sind tot, ne? Aber es geht, für Thai-Style können wir machen hier. Irgendwann, na murkst du da. Ich fahre damit nicht. Da setze ich mich nicht rein, habe ich selber geschweißt, um Gottes Willen. Gottes Willen. Also, du kannst jetzt hier, pass auf, du kannst jetzt hier ein
stehen dann Inside hier stecken hier. Ne? Inside stecken. Cut hier und dann so stecken. Bad Cut. Cut. Fertig. Understand? Ich aber, das ist aber gerade so, wenn du das jetzt hier abtrennst hier, da hängt jetzt hier nochmal so ein Nagel dran jetzt geschweißt, das haben wir schon mal repariert. Und daran hängt dann diese Strebe auch noch dran hier. Das hängt alles hier miteinander dran hier. Siehst du es da? Ja, da. Ja, das hängt auch noch alles dran hier. Jungs und Mädchens. Für gut Schwiegersohn. Ich kenne das hier vom alten Käfer. Ne? Du siehst ein Loch siehst du. Hast das Auto jetzt gekauft? Siehst du ein Loch da von unten? Jetzt willst du aber dann da anfangen, weil es damit schweichen und kriegst nichts angesetzt, weil alles ist dann rostig. Willst du eine Platte drunter setzen? Geht nicht. Alles rostig, alles fällt dir beim Schweißen auseinander. Größer machen. Bis du irgendwann mal größer machst, dann machst du eine ganze Bodenplatte drunter. So sieht's aus, ehrlich. Und das ist hier bei der Karre auch wieder so. Fängst einmal an. Kannst gleich ganze Dinge wieder neu machen, echt. Gottes Willen, um Gottes Willen. Ja, Kinder. So, muss das jetzt hier größer machen, das scheiß Nagel, das Ding hier. Theoretisch schon in Ordnung, gell? So. Jetzt Sittle. Muss der wieder runter, wa? Muss der wieder weg.
Oder warte, ich kann noch mal ein bisschen mehr noch mal. Du kannst Scheiße nicht polieren. Du kannst Scheiße nicht polieren. Gut, Mann. Oh, einmal frei. Einmal frei, Manfred. Einmal frei, Manfred. Einmal frei, Manfred. Einmal frei, Manfred. Der muss noch weglegen. Der muss noch weglegen. Achtung. Was ich das heute auch noch machen muss, am Heiligen Sonntag, du. Halleluja, in the name of Jesus. Du kannst Scheiße nicht polieren. Wo ist meine Brille eigentlich? Gut, das hört sich gut an. Der Rest machst du alleine, gell? Noch nicht gesehen. Oh, scheiße, was hier.
Feuer, Feuer, Feuer! Ja. Vorne. Bist am Schweißen unten mit dem Auto. Unten und schweißen auf einmal, guckst du irgendwann mal hoch und dann qual, weißt du, Feuer, dann hast du den Teppich hier von innen angekokelt, angebrannt. Das kommt echt. Das gibt's ja. Schweißen im Regen sollte man auch nicht machen, unbedingt. Hol den Schirm, ja. Allein. Tilak, ich setz mich doch ein. Ich setz mich doch ein, ja, ja. Aber Kollege, muss das Ding noch vernünftig schleifen, ehrlich, vernünftig noch schleifen hier. Vernünftig schleifen hier, Grundierung drauf und Farbe drauf und alles noch. Ja, das soll er noch machen hier, der Herr Kollege hier. Ich kann auch noch, das ist natürlich, das sind ja auch Spaltmaße, weißt du, das ist ja jenseits von Gut und Böse, gell? Aber es kommt ja nicht drauf an, es muss nicht schön sein. Ich schweiß mir was. Schweiße macht so viel Spaß. Tilak, Scheiße kann man nicht polieren. Heiß! Da ist nichts geschliffen, Herr Kollege. Da ist nichts geschliffen, Herr Kollege. Was soll ich denn da schweißen hier? Da ist nichts geschliffen. Ja, schon gut, der hält 1000 Jahre. Jetzt kommt der an, macht die Dänne und hier, komm hier. Willst du das machen oder was? Perm. Warte, Perm. Nicht hart, aber man schaut mal hier, der Bart. Aber nicht mal nicht hart, aber why? Wenn Leute wieder fragen, was hast du für ein Schweißgerät, Uwe? Das kommt jedes Mal, wenn ich was am Geschweißen bin. Hitbox heißt der. Hitbox. Fülldraht. Also Schutzgas eigentlich, ne? Aber dann ohne Flasche mit Fülldraht. Und wie gesagt, der erfüllt seinen Zweck. Soweit ganz gut. Du kannst sogar hier gucken, was wir da für einen Abstand hattest hier. Was hier für, ne? Was hier für ist ja gar nicht planen, gell? Trotzdem kommst du rüber dahin, weißt du, ne? Dass du dann dahin kommst, ist ja gar nicht planen dann, ne? Trotzdem kannst du rüber braten da und es erfüllt seinen Zweck. Er muss jetzt hier auf jeden Fall das Ding komplett blank schleifen dann, ne? Nicht mit Drahtbürste, das ist ja Quatsch mit Drahtbürste, gell? Richtig hier schrubben wir, richtig mit Maschine, mit Flex drüber, blank machen das ganze Ding hier blank. Und dann schön mit Rostschutzfarbe und dann mit richtig Farbe drüber. Dann hat das Ding wieder TÜV, ne? Also, das geht schön unter dem Schirm stehen hier, Kinder hier. Ja, Maschine. Ich werde bekloppt, du. Also, 2000 Watt gespart. Man wollte, hätte man hier nochmal vier kann nochmal drüber machen können, hier nochmal noch mehr Stabilität, aber das hält. So lange bitte das Ding, der kommt nämlich zuerst, weißt du. Der ganze Rest, der bricht noch zuerst hier zusammen, wie das, was ich da jetzt geschweißt habe. Dann. Also, Flacheisen runter und Goodies. Ja, würde ich mal so eben sagen hier.
Wir gucken uns das Teil irgendwann mal zu Hause bei ihm an, ne? Wenn wir mal wieder da sind. Schauen wir mal, wenn das Teil komplett mal an dem Moped dann dran ist hier, wie das dann aussieht, wa? Ja, gucken wir mal. Demnächst in diesem Theater. In Porn, hast nicht aufgepasst. Aber normalerweise geöffnet. Ich glaube, ich habe. Ja, der Akku ist leer. Wir hatten heute doch schon eine Schiene drauf. So, sieht das Teil jetzt von oben aus? Klar, ne? Also da sitzen, wie man es halt kennt, ne? Die Teile hier. Stoßdämpfer natürlich auch hinüber, ist auch klar. Stoßdämpfer kaputt. Aber schön mit Schlüpfergummi hier dran, tüdeln hier. Uwes Schnellreparatur, Zerleng Schnellreparatur, haben wir wieder 2000 Watt gespart, wa? Nichts mehr haut raus, die Penunzen hier. Ist nix. Muss reparieren hier. Ah, ich hätte Scheiße nicht gekauft, ehrlich. Aber naja, gut. Es passt natürlich perfekt am Style vom Ledrand. Da kannst du kein neues Ding dran bauen. Das geht ja nicht. Ne? Das sieht ja scheiße aus. Ne? Wenn du da einen alten Moped hast dann da und dann packst du da einen neuen Zerleng dran. Das geht ja nicht. Also Jungs und Mädchens, Uwe Schnellreparatur erledigt. Ach so, die hauen doch gleich noch ab hier. Ah, das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Also, ach hier, dein Dicker, den haben wir gekauft auf dem Markt, ne? Ja, für Bettina. Richtig, richtig. Aber ich kaufe noch einmal Tina, erste Zuschrift, dann die Markt für Bettina. Ah, hier, Mamas Ding hier auch noch. Ja, 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 ja. Ach, jetzt im Regen fahren hier, ach Gottes Willen, hier im Regen gleich hier rein, um Gottes Willen. Ach, kehr noch einmal. Ciao, ciao. Nicht genug Platz oder Auto zu klein? Ja, ich hole dir mal ein Pickup. Ach, Gerd, das ist schon 25 Jahre alt, ne? 25 Jahre, wie viele Kilometer? 500.000, ne? 500.000 Kilometer hat Ding hier, scheißegal. Das Ding läuft hier. Ja gut, das ist okay, das ist so, ja. Meiner ist ja zu. Ich habe ja mit Abdeckung drauf, ne? Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, dass ich dann sowas dann transportiere, ne? Also, von daher ist es dann manchmal von Vorteil, man hat das Ding nicht dabei, diese Abdeckung, ne? Verlier bloß den Rollator mit den neuen Rädern drauf, du. Ich sag dir, du, da gibt's aber einen an die Backen hier, doch. Aber echt, ey. Le, aufpasse, gell, aufpasse. Das ist Ladungssicherung, Kinder. Das nenne ich Ladungssicherung. Nicht gesichert. Hier, oh ja, der hält doch hier mit der Styropor doch dran. Da sind übrigens Fische drin. Eingefrorene, was wir noch hatten hier. Eingefrorene. Ich guck. Hat er doch gesichert. Ach, ich hab schon gedacht, er hätte nur. Ah, da ist Schlüpfergummi dran hier. Knüpp dran hier. Einfach hier mal einen Knoten dran hier. Ich werde bekloppt. Ach, Kinder, siehe. Ach, Kinder. Ja, Ladungssicherung in Thailand. Herrlich, herrlich. Was ist denn da noch alles drin? Was ist das denn hier? Kuhkacke? Ja. Oh, kehr noch einmal, du. Wo kommt denn das her? Von da, von meine Bäume hier. Ich werde bekloppt. Der Gefangen holt sich Emloy Hasip. Ja. Der sparsame Thai pflückt sich ein paar Blätter vom Karton ab hier. Ihr seid die Helden hier, ihr seid die Helden, ehrlich du. Jetzt hauen die ab schon wieder. Mit Blinker. Vorbildlich. So, Jungs und Mädchens, dann würde ich sagen, war es das heute mit Uwes Schnellreparatur. Und schnell waren sie auch wieder weg. Mit bisschen Tonproblemen heute. Ja, so ist das halt manchmal, ne, mit der Technik hier. Ja, hier, wenn es Regen gibt, das ist immer noch dieser Taifun-Aufläufer, wie hieß er? Trema, keine Ahnung, schon wieder vergessen. Das sind die Aufläufer, die jetzt hier über uns dann noch Regen bringen hier. Aber kein Wind, ne? Kein Wind. Also das war der von Philippinen, ne? Der gut da war, ne?
Ja gut, also, dann würde ich sagen, war's das für heute. Immer dran denken, teilen, liken, kommentieren, abonnieren. Der Uwe und die Porn aus Thailand. Und Tschüssle. Und Tschüssle, ciao.